Abgeordnete Peter Felser für die AfD. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, verehrte Kollegen, liebe Gäste und vor allem liebe Bauern draußen in dem Land, in dem ländlichen Raum, über das wir heute sprechen. Wir reden heute über ein zentrales Thema der Daseinsvorsorge. Und der FDP ist mal grundsätzlich für diesen Antrag und für die Initiative zu danken. Das Thema hat heute schon massive Auswirkungen auf die Arbeitsplätze, auf die Konkurrenzfähigkeit, den Wohnungsmarkt, das Handwerk und alle Strukturen auf dem Land. Vor allem aber hat es ganz konkrete Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Und Frau Ministerin, da fehlt noch einiges, was wir draußen auf dem Land brauchen, um wirklich mit der Digitalisierung voranzukommen. Ihnen, liebe Kollegen von der FDP, ist auch dort zuzustimmen, wo Sie eine Liberalisierung der Regeln fordern. Da schreiben Sie ganz hemdsärmelig und pragmatisch über die sogenannten Buddelvereine. Die sind mit Augenmaß zu fördern. Ja, richtig. Sie schreiben auch ganz unbürokratisch, müssen jetzt die Glasfaserkabel verlegt werden. Ja, die Kabel müssen jetzt in den Boden kommen, wenn wir es ernst meinen mit der Digitalisierung in der Landwirtschaft. Aber parallel haben wir doch auch, parallel zum Glasfaserkabelnetz geht es doch jetzt auch aktuell um die Versteigerung der wesentlichen 5G-Frequenzen. 98% der Haushalte sollen bis Ende 2022 von diesen Netzen erreicht werden. Klar ist doch auch, und das schreiben Sie im Antrag auch, dass uns das in der Fläche bei den Landwirten nicht viel und vor allem nicht überall weiterhelfen wird. Kleiner Einschub. Erlauben Sie mir den kleinen Einschub. Wir wundern uns schon, dass hier in diesem Hause das Thema Gesundheit, Gesundheitsvorsorge bei 4G oder 5G keinerlei Rolle spielt. Uns muss doch klar sein, dass wir noch überhaupt keine Langzeitrisiken dieser Technologien abschätzen können. Wir sind mit diesen Funkstrahlen in einem riesigen Feldexperiment. Daher erwarten und fordern wir, dass die gesundheitlichen Risiken permanent und proaktiv durch wissenschaftliche Studien begleitet werden. Dazu steht in der gesamten Digitalisierungsstrategie der Bundesregierung nur ein einziger Satz, und das ist einfach zu wenig, meine Damen und Herren. Aber heute reden wir über die Grundlagen von Smart Farming. Ja, Sie haben es im Antrag drin, Smart Farming. Da haben Sie auch einiges Richtiges drin. Wir haben ja schon seit 10 Jahren, seit 12 Jahren, seit 14 Jahren, fahren unsere Traktoren GPS-gesteuert, halten die Spur. Sie schreiben auch über Precision Farming, dass wir präzise die Pflanzenschutzmittel ausbringen. Das haben wir alles schon. Und auch die Sensorik in den Maschinen. Aber folgende Fragen müssen uns doch leiten. Schaffen wir es, mit diesem Smart Farming auch die kleineren und die mittleren Betriebe mitzunehmen? Schaffen wir es, mit einer intelligenten Digitalisierung endlich das Höfesterben in Deutschland zu stoppen? Und gelingt es uns, die Hoheit über die Daten zu behalten? Oder werden auch in der Landwirtschaft, wie woanders auch, oder werden auch in der Landwirtschaft wenige große Konzerne die Gewinner der Digitalisierung sein? Wenn wir in der Enquete-Kommission künstliche Intelligenz über neuronale Netze sprechen, dann haben wir die enormen Chancen des Gesundheitswesens meistens vor Augen. Oder wir sehen eine dramatische Effizienzsteigerung in den Kommunen, wenn es denn mal soweit ist, wenn intelligente Systeme riesige Daten der Ämter zusammenführen. Aber wir sollten heute die Landwirte nicht vergessen. Dieser enorme Aufwand, den wir jetzt betreiben, auf der einen Seite mit den Glasfasernetzen und auf der anderen Seite mit G5-Technologie. Das macht doch für den ländlichen Raum nur dann Sinn, wenn wir diese Räume auch nachhaltig damit stärken. Und es stellt sich schon die Frage, für wen stellen wir eigentlich dieses Smart Farming, was Sie in Ihrem Antrag drin haben, für wen machen wir das Ganze eigentlich? Wir wissen doch, wo heute schon die Daten unserer landwirtschaftlichen Maschinen der Landtechnik landen. Wann habe ich mit welcher Erntemaschine wie viel Getreide eingefahren? Wo landet das? Beim Landtechnikhersteller. Bei welchem Wetter habe ich meinen Acker gedüngt? Wann habe ich gegruppert? Sämtliche Daten dieser smarten Maschinen landen überall, aber nicht beim Landwirt oder zumindest nicht strukturiert beim Landwirt. Big Data da draußen im ländlichen Raum, das ist eben mehr als Smart Farming. Es ist ja richtig, dass Sie das im Antrag drin haben, aber wir müssen doch jetzt mal weiterschauen. Die Zeit läuft uns doch davon.
Big Data könnte doch die Chance sein, Plattformen aufzubauen. Plattformen, die den Landwirten direkt für die Vermarktung ihrer Produkte zur Verfügung stehen. Plattformen, die keine lernenden Maschinen, sondern lernende Betriebe zusammenführen. Die gute fachliche Praxis, ein Begriff, den jeder gut wirtschaftende Landwirt kennt. Die gute fachliche Praxis, das könnte eine KI für lernende Betriebe werden. All das gesammelte Wissen, das über Generationen auf einem Hof weitergegeben wird, all diese Erfahrungen könnten dort zusammengefasst werden. Dann hätte dieses Smart Farming, dieses KI für die Landwirtschaft auch unseren Bauern eine Zukunft. Und vielleicht wäre es das Anfang vom Ende unseres Höfesterbens in Deutschland und in den europäischen Nachbarländern. Dankeschön. Vielen Dank. Nächster Redner ist für die Fraktion.